Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem nicht markierenden oder nicht zugewiesenen Bereich einer Festplatte, HDD oder SSD, einer externen Festplatte, eines USB-Sticks oder einer Speicherkarte, SD, MicroSD und so weiter wiederherstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ein nicht markierender oder nicht zugewiesener Festplattenbereich ist ein Bereich, in dem keine Partition oder kein Volumen vorhanden ist. Ein solcher Bereich wird im Explorer des Betriebssystems nicht als lokaler Datenträger angezeigt. Die lokale Festplatte können sich jedoch früher darin befinden. Infolgedessen kann ein nicht markierender oder nicht zugewiesener Bereich einer Festplatte, eines USB-Sticks oder einer Speicherkarte auftreten. Löschen von Partitionen in einem beliebigen Datenträgermanager, zum Beispiel Verwalten von Datenträgern in Windows oder Norton Partition, Magic, Paragon Partition, Manager, Acronix Disk, Director Suite, EASUS Partition Manager, AOMA Partition Assistant und so weiter. Löschen von Partitionen bei der Neuinstallation von Windows. Informationen zum Wiederherstellen von Daten nach der Neuinstallation oder dem Zurücksetzen von Windows in den ursprünglichen Zustand finden Sie in einem separaten Video. Installieren eines anderen Betriebssystems auf einem Computer. Informationen zum Installieren von zwei Betriebssystemen auf einem Datenträger, Computer oder Laptop finden Sie in einem detaillierten Video. Erstellen von Partitionen, die kleiner als ein physisches Gerät sind. Vergrößerung oder Verkleinerung der Systempartition. Absturz oder Herunterfahren des Computers während der Arbeit mit Partitionen. Dateisystemkonvertierung. Also, angenommen, wir haben eine Festplatte mit Dateien. Aufgrund der oben genannten Maßnahme oder aufgrund anderer Umstände wurde diese Festplatte gelöscht und an ihrer Stelle ein nicht markierter Bereich gebildet. Im Windows-Datenträgerverwaltungsprogramm wurde der zuvor belegte Bereich als nicht verteilt markiert. Wenn Sie in den Ordner dieser Computer gehen, finden Sie dort das Fehlen dieses Laufwerks. Und dementsprechend werde ich die drauf gespeicherten Dateien und Daten verlieren. Was ist in einer solchen Situation zu tun? Wie kann ich verlorene Dateien wiederherstellen? Als erstes möchte ich sagen, dass Sie es nicht eilig haben, ein neues Volumen zu erstellen und diesen nicht zugewiesenen Bereich zu formatieren. Dies kann in Zukunft die Datenwiederherstellung beeinträchtigen. Man braucht für Wiederherstellung der Dateien aus einem nicht zugewiesenen Bereich einer Festplatte, eines USB-Sticks oder einer Speicherkarte folgende Schritte zu machen. Installieren und starten Sie Hetman Partition Recovery. Der Link auf die Webseite befindet sich in der Beschreibung. Im linken Fenster zeigt das Programm eine Liste aller vorhandenen lokalen Festplatten sowie der mit dem Computer verbundenen physischen Festplatten an. Im Datenträgerverwaltungsprogramm wird angezeigt, dass sich der nicht zugewiesene Bereich, den ich benötige, auf einem 75 GB Datenträger befindet. Ich werde die von mir verlorenen Dateien daraus wiederherstellen. Klicken Sie dazu im linken Programmfenster drauf. Die Standardeinstellung ist Full Disk Analysis. Ich klicke auf Weiter. Ich warte auf das Ende des Scanvorgangs und die Suche nach Datenträgern. Dies dauert einige Zeit, die je nach Volumen des Mediums variieren kann. Wie Sie sehen, hat Hetman Partition Recovery Festplattenpartitionen erkannt, die in einem nicht zugewiesenen Bereich befindliche hatte eine Kapazität von 37,11 GB und es hieß Local Disk. Wir finden es unter den Entdeckten und wir öffnen das. Wie Sie sehen können, sind alle verlorenen Ordner und Dateien hier.
Ihr Inhalt kann im Vorschaufenster angezeigt werden. Klicken Sie dazu einfach auf die gewünschte Datei. Um eine Datei oder einen Ordner wiederherzustellen, machen wir folgenden Schritt. Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie das Medium an und einen Wiederherstellungsordner Wiederherstellen. Fertig. Dateien wurden wiederhergestellt. Jetzt können Sie in diesem nicht zugewiesenen Bereich ein neues lokales Datenträgervolumen erstellen. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zur Datenträgerverwaltung und klicken mit der rechten Maustaste auf den nicht zugewiesenen Bereich. Wählen Sie Create Simple Volume. Erstellen Sie es gemäß den Anweisungen des Assistenten zum Erstellen eines einfachen Volumes. Wenn Sie möchten, können Sie auch eines der Volumes dieser Festplatte erweitern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Expand Volume. Folgen Sie dann den Anweisungen des Volume Expansion Wizard. Stellen Sie die Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.